Wir bleiben noch einmal kurz im Organisationsbereich der NGG. Und zwar würden wir gleich noch mal einen kurzen Bericht hören von einem Konflikt bei dem Teigwarenhersteller Risa, einem Betrieb, wo sich die Kolleginnen und Kollegen gut organisiert hatten, um einen Tarifvertrag zu erkämpfen. Der Arbeitgeber reagierte auf äußerst eklige Weise, ging persönlich gegen den Betriebsratsvorsitzenden Daniel Zielke vor. Daniel bekam sogar 4 Wochen lang ein Hausverbot für diesen Betrieb ausgesprochen. Die Kolleginnen haben aber zu ihrem Betriebsrat gehalten, haben weiter gekämpft. Der Arbeitgeber rudert auch schon massiv zurück. Wir haben den Daniel Zielke heute hier im Raum, würden ihn bitten, mal nach vorne zu kommen und uns ganz kurz zu berichten, was ist da los bei euch in Risa? Wer es nicht weiß, Risa ist im Osten, in Sachsen, sehe ich das richtig? Ist im Osten, in Sachsen, ne? Was ist da bei euch los? Mit dem Daniel ist dann auch die Anja vom Betriebsrat auf die Bühne gekommen und außerdem Olaf Klenke, Gewerkschaftssekretär NGG. Daniel, du hast das Wort. Schön, dass ihr da seid. Hallo, ja. Ja, vielen Dank für die Einladung und wir sind dir sehr gern gefolgt. Also, wie schon gesagt, Risa liegt so Pi mal Daumen in der Mitte zwischen Dresden und Leipzig. Ich denke, das sollten bekanntere Begriffe sein als Risa. Und wir gehören zur NGG Dresden-Chemnitz und unser Gewerkschaftssekretär ist der Thomas Lissner und im Background mit unterstützt durch den Olaf. Vielleicht kurz zu den Teigwaren Risa. Also wir sind Marktführer im Osten. Wir haben ca. 180 Mitarbeiter und produzieren im Jahr 25.000 Tonnen Nudeln. Kann man sich, also ist eine Zahl, die nicht wirklich greifbar ist, vielleicht umgerechnet sind es ca. 100.000 Kilo am Tag. Also das ist schon, ja, ich denke, eine ganz aussagekräftige Zahl. Wir sind ein Schwesterunternehmen der Alpgold-Gruppe. Also wir sind eine Unternehmensgruppe aus 3 Unternehmen bestehend. Das ist einmal die Alpgold-Teigwaren GmbH, die Speichinger Nudelmacher und halt die Teigwaren Risa. Und wir sind in der Gruppe der erste Betriebsrat, der, ja, wir sind jetzt seit Juli 2018 aktiv und es gibt also weder einen Gesamtbetriebsrat noch irgendwas anderes. Also wir sind wirklich ja, der erste Ansatz zu sozialer Gerechtigkeit. Das erste Mal überlegt haben wir uns die ganze Sache, das war circa im März 2018. Dort haben wir uns dann mal mit dem Gewerkschaftssekretär getroffen, heimlich bei McDonald's. Wir waren zu der Zeit 4 Mitglieder in der Gewerkschaft, 3 vom Wahlvorstand und ja, ein Verstreuter, der schon vorher Mitglied in der Gewerkschaft war. Haben dort mit Thomas Lissner alles angeschoben. Er hat uns sehr viel Vertrauen entgegengebracht. Normalerweise ist es ja so, dass man 20 oder mehr Mitglieder haben sollte, damit überhaupt was losgeht in einem Unternehmen. Er hat gesagt, wir riskieren die Sache. Es scheint euch ernst zu sein und dann haben wir losgelegt. Dann ging es los mit dem ganzen Wahlvorstand, Wahlvorbereitung und im Juli 2018 hatten wir dann bereits 20 Mitglieder und unsere Betriebsratswahl, die sehr erfolgreich war. Also wir hatten eine Wahlbeteiligung von 95% und das war für uns schon... Das war für uns ein super gutes Zeichen und haben wir gesagt, okay, jetzt gehen wir aktiv auf Mitgliedersuche und Mitgliederwerbung. Und da war die Anja ziemlich stark und genau, ich denke, man kann es jetzt nicht sehen. Also da haben wir uns so ein paar Sprüche rausgesucht aus dem Internet. Und zum Beispiel, Erfolg hat 3 Buchstaben und zwar tun, beziehungsweise du kannst nicht negativ denken und Positives erwarten. Und ein klassischer Spruch, der Favorit war, entweder du bist Teil der Lösung oder du bist Teil des Problems. Und dann konnte sich... genau, und dann konnte sich jeder aussuchen, für welche Seite er sich entscheidet. Hatten dann im September unsere erste Betriebsversammlung, hatten dort ungefähr 70 Mitglieder und dort hat der Thomas dann unserer werten Geschäftsführung verkündet, dass wir gern Tarifverhandlungen aufnehmen möchten. Waren dann mit einem Organisationsgrad von 60% ungefähr dabei und dann gab es nochmal einen richtigen Schub. Und jetzt im Januar hatten wir 120 Mitglieder, sind mit knapp über 85% organisiert und... Applaus
und haben entsprechend jetzt die Power, wenn wir jetzt sagen, als Betriebsrat, als Gewerkschaft, wenn wir sagen, wir streiken, dann sind wir immer mit knapp über 100 Mann vor der Tür und dann stehen alle Bänder still und dann geht nichts mehr im Unternehmen. Ja, dann haben wir im Dezember angefangen mit zwei relativ humanen Warnstreiks, einmal 2 Stunden, einmal 4 Stunden. Das hat dann die Geschäftsführung ein bisschen sehr provoziert. Daraufhin habe ich dann Hausverbot erhalten. Ohne Begründung, also ich weiß heute noch nicht warum. Nach 4 Wochen war die Sache dann wieder Geschichte. Wahrscheinlich aufgrund des öffentlichen Drucks, gehe ich mal von aus. Bin seit 15.01. wieder in meinem ursprünglichen Amt und natürlich als Betriebsratsvorsitzender. Und am 16.01., also einen Tag danach, hatten wir unsere erste Tarifrunde, in der wir nach einer 10-stündigen Tarifverhandlung Einigkeit mit der Geschäftsführung erzielt haben. Ja, alle waren relativ positiv gestimmt, haben sich gefreut, dass wir eine Übergangslösung haben, bis es dann zu den endgültigen Verhandlungen geht, Eingruppierung, Entgelt, Festsetzung. Und eine Woche später hat dann die Geschäftsführung verkündet, dass sie keine Unterschrift unter dem vorläufig ausgehandelten Vertrag setzen wird. Das ja, da haben wir uns nicht entmutigen lassen. Daraufhin haben wir dann gesagt, okay, wir bereiten ein paar Sachen vor, wir streiken weiter. Wir haben dann 3x24 Stunden gestreikt, hatten die nächsten 3 Streiks schon geplant. Und dann ist die Geschäftsführung eingeknickt. Dann haben sie die Unterschrift unter den vorläufigen Vertrag gesetzt. Und Ende März soll es dann weitergehen mit weiteren Verhandlungen. Wir haben im ersten Schritt jetzt 7% erreicht. Also es klingt super, aber ich komme gleich zu den absoluten Zahlen. 7% und die ernsthafte Aufnahme zu weiteren Tarifverhandlungen. Und um das jetzt mal in Relation zu setzen, also wir haben bei uns ein Niveau von einem Lohnschnitt von 11,50 Euro. Branchenschnitt im Osten, also wir haben ja noch ein paar Mitbewerber, die Nudeln produzieren im Osten, ist bei ca. 13,50 Euro, also da sind wir schon 2 Euro von entfernt. Wir sind Marktführer und lohntechnisch sind wir Bummelletzter. Und wenn man das vergleicht mit zum Beispiel mit unserem Schwesterunternehmen oder mit Teigwarenproduzenten im Westen, gerade im Süden gibt es relativ viel davon, da ist der Lohnschnitt bei 17,50 Euro, also 5 Euro im Schnitt über uns. Und ich denke, da haben wir viel zu tun. Die 7% war jetzt ein kleiner Anfang, aber 5 Euro heißt im Endeffekt 50%, um auf Lohngleichheit zu kommen. Und da haben wir noch, denke ich, einen weiten Kampf. Und die Mitarbeiter stehen hinter uns, wir geben Gas und wir werden alles tun, dass wir die 50% in den nächsten 3, 4, 5 Jahren erreichen werden. Ja. Ich würde noch eine Sache sagen, wir werden jetzt versuchen, Unterschriftenlisten rumzugeben, wo ihr euch eintragen könnt. Es wäre sehr toll mit einer E-Mail-Adresse, weil wir haben gemerkt bei dem Konflikt, dass auch öffentlicher Druck nicht unwichtig ist. Also der Betrieb steht und die Lager sind schon ziemlich geleert und das ist auch der Grund, warum der überhaupt jetzt bereit ist, sozusagen weiter zu verhandeln. Aber es wird sich abzeichnen, dass es kein Spaziergang wird, wir einen langen Atem brauchen und deswegen wollen wir auch sowas wie einen kleinen Flashmob im Netz mal organisieren. Die haben schon auch die eine oder andere Sache, die noch nicht so groß aufgezogen war von uns, schon sehr empfindlich reagiert. Und es wäre toll, wenn wir gleich die Unterschriftenlisten rumgehen, dass ihr euch leserlich mit eurer E-Mail-Adresse eintragt, sodass wir dann, wenn mal so ein geeigneter Tag kommt, wo wir sagen, dann machen wir mal Ramazamba in dem Bereich, toll wäre, wenn ihr uns unterstützen könntet. Und ich will nochmal sagen, das ist ganz wichtig hier, diese Auseinandersetzung. Wir haben im Osten viel Frust über die ganze Situation, was jetzt hochkommt, die ganze Nachwendeerfahrung, auch die ganze AfD-Scheiße, die dahinter steht. Und wir sagen aber auch, ihr könnt nur aus eurem Schicksal euch selber erlösen. Es hilft nichts, wir müssen es jetzt angehen und es ist ganz toll, dass es so eine Betriebe gibt. Da haben wir auch hier und da jetzt ein bisschen mehr bei uns im Osten. Die müssen gewonnen werden, die Kämpfe, die müssen die Zukunft zeigen. Und da muss der Osten mal richtig gewerkschaftlich aufgerollt werden. Applaus